Ja, hallo und herzlich willkommen zur Blue Eye Slayer Dragon. Und heute ist die Auslosung der großen UEFA Champions League Achtelfinale ausgelost worden. Und die Paarungen stehen hier: Atletico Madrid gegen Liverpool, Dortmund muss gegen Pariser SG ran, also am Dienstag um 21 Uhr. Am Mittwoch ist Atalanta gegen Valencia dran. Dann geht Tottenham gegen Leipzig. Und am Dienstag, den 25.02.2020 um 21 Uhr, ist dann das große Achtelfinale Chelsea gegen Bayern München. Also ich wünschte, Bayern würde gegen Chelsea mal richtig abkacken. So richtig abkacken. So richtig verlieren und dann aus der UEFA Champions League rausgeschmissen werden. Aber das sind ja nur Gedankenzüge, die ich habe. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich passiert. Dann das große Spiel Neapel gegen Barcelona. Und da wünsche ich, dass Barcelona weiterkommt. Und das wäre grandios. Weil da ist richtig die Klasse und der richtige fette Stil zu erkennen. Denn. So, dann Lyon gegen Juventus. Real Madrid gegen Manchester City. Und da hoffe ich, dass Manchester City weiterkommt. Und das wäre grandios. Dann die Rückspiele. Valencia gegen Atlanta. Leipzig muss heimwärts gegen Tottenham. Also Tottenham spielt in Leipzig. Dann Atletico muss heim bei Liverpool ran. Und dann muss Dortmund auswärts gegen Pariser SG, also SG, ran. Dann muss Lyon auswärts gegen Juventus ran. Manchester City hat ein Heimspiel denn gegen Real Madrid. Bayern München denn ein Heimspiel gegen Chelsea, und ich glaube, da wird Bayern richtig auftrumpfen, denn um Chelsea rauszuklatschen. Aber das ist auch Zukunftsmusik. Dann Barcelona gegen Neapel. So, und jetzt schauen, hoppala, das passiert immer. Meine Güte. Gruppe A, Paris, Real Madrid, Club Brügge, Galatasaray. Hatte ja, ich sag hier nur nochmal die Gruppenphasen, wie das Endergebnis ausgesehen hatte. Bayern München 18 Punkte, Tottenham, Olympiakos, RS Belgrad. In Gruppe C, Manchester City, ja gewonnen. Malanta 7 Punkte, weitergekommen. Shakhtar Zagreb. Gruppe D, Juventus weiter, Atletico weiter, Leverkusen raus, Lokomotiv Moskau ist raus. Gruppe E, Liverpool weiter, Neapel weiter, Salzburg nur 7 Punkte, hätte, wenn die besser gespielt hätten, hätten die gewinnen können und wären auch weiter. Genk in Gruppe F, Barcelona, Dortmund weiter, hat 10 Punkte mindestens geholt. Inter ist raus, Slavia Prag ist raus. Gruppe G, Leipzig, Lyon, ja. Benfica ist raus. Zenit ist auch raus. Gruppe A, Valencia, Chelsea weiter. Mit dem Punktverhältnis 11. Differenz 2-2. Ajax ist raus. Lille ist raus, hat nur einen Punkt, also bedeutet die restlichen Spiele verloren. Ja, und das war zuerst mal, was in der Champions League los ist. Und jetzt gehen wir kurz in die Europäische League. Da ist es das Club Brügge gegen Manchester United, Frankfurt gegen Salzburg, CFR
Sylt gegen Sylvia spielt Kopenhagen gegen Celtic FC, Schachtar gegen Benfica, Getafe gegen Ajax, Ludogorets gegen Inter, Sporting gegen Başakşehir, Apoli gegen Basel, AS Rom gegen Zenit, AC Alkmaar gegen Linz, Leverkusen gegen FC Porto, Olympiakos gegen Arsenal, die Rangers gegen Braga, Wolfsburg gegen Malmö, Wolves gegen Espanyol. Dann noch Braga gegen Rovers Rangers Rückspiel. Sieht man hier nochmal alle. Ja. Hier nochmal die Tabellen der Gruppenphasen. Also die, die raus sind, sind Qarabag, Dugle Lange. In Gruppe B sind raus Dynamo Kiew, Lugano. Gruppe C, Krasnodar, von der ich noch nie was gehört habe. Trabzonspor in Gruppe C raus. PSV ist raus in Gruppe D. Rosenborg ist raus in Gruppe D. Gruppe E, Lazio ist raus. Rennes ist raus. In Gruppe F sind raus Lüttich, Guimaras. Gruppe G, Young Boys, Feyenoord sind raus. In Gruppe H, Fenerbahce, CSKA ist raus. Gruppe I steht Itine und Oleksandria sind raus. Gruppe J, Mönchengladbach, leider rausgeflogen. Traurig, aber wahr. Und Wachs. Gruppe K, LS Bratislava, Beşiktaş sind raus. Gruppe L, Partizan Belgrad, Astana. Ja, und das waren die Gruppenphasen, die in der Euroleague, wo die drei und vier Platzierten rausgeflogen sind. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag und einen ruhigen Schlaf. Ich verabschiede mich. Euer Blue Eyes Slayer Dragon sagt ciao, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, haltet den Ball immer flach.